So, ich hoffe, mich in diesem Teil stelle ich mich ein bisschen besser an wie im ersten. Also, ich habe jetzt den einen Typen geschnappt. Aber der hat nichts gesagt. Ich muss einfach gleich weiterfahren. Die Chefin. Semir, Ben, habt ihr was über den Verdächtigen? Wir haben ihn zur Rede gestellt. Als Raser im Zusammenhang mit dem tödlichen Unfall gestern kommt er leider nicht in Frage. Er hat ein wasserdichtes Alibi, das wir schon überprüft haben. Roffel, ja. Hat er eine ambulante OP. Es muss sein Wagen gewesen sein, aber er saß nicht am Steuer. Während seiner OP war der Wagen in der Werkstatt und da werden wir uns jetzt mal erkundigen, ob jemand eine rasante Testfahrt gemacht hat. Warum hat er mich denn an der Wohnung beobachtet? Ich bin in Paris. Er war angeblich dort, weil ihm jemand privat eine Digitalkamera verkaufen wollte. Chefin, er hat sie dann ins Haus gehen sehen und gewartet auf... Naja, der Lufte ist es nicht gerade. Dann hat er tatsächlich auf mich gewartet. Naja, er meinte, dass er sie ziemlich sexy fand, war neugierig und ist ihm deshalb auch gefolgt. Es wurde ihm zu heiß, als sie ihren Wagen dann am Polizeirevier abgestellt haben. Schließlich hat er auch gedacht, wir würden ihn verfolgen, weil er sie verfolgt hat und sie die Polizei informiert hätten. Naja, Chefin, nix für ungut. Ich finde sie ja auch verdammt sexy, aber für mich klingt die Geschichte schon ein bisschen holprig. Ben, danke für das Kompliment. Aber ich gebe Ihnen recht, dass die Geschichte seltsam klingt. Mal sehen, ob uns die Visite bei der Werkstatt weiterbringt. Also ich hoffe echt, dass ich nicht die Einzige bin, die sich gerade so blöd anstellt mit dem Kurve kriegen. Vielleicht komme ich auch einfach mit dem Auto gerade nicht klar. So, oh nein. Entschuldigung. Oh, das geht ebenfalls wieder auf Zeit. Ah, hier ist die Werkstatt. Und ich bin höchstwahrscheinlich vorbeigefahren. Hä? Habe ich das vorher echt nicht gesehen? Kann ich Ihnen weiterhelfen? Ja, das hoffen wir. Wir sind von der Autobahnpolizei. Gestern war bei Ihnen dieser Wagen in Reparatur, richtig? Ja, ich erinnere mich. Hat jemand nach der Reparatur eine Testfahrt gemacht? Selbstverständlich. Gehört ja zum Service. Wir würden gern wissen, wer die Testfahrt gemacht hat. Unser PS-Desperado hat an dem Wagen geschraubt und ist gefahren. Können wir mit ihm sprechen? Tut mir leid, er ist nicht da. Hat den Rest der Woche Urlaub. Dann geben Sie uns bitte seinen Namen und Anschrift. Ach und, wo könnten wir ihn denn sonst finden? Eigentlich überall da, wo Motoren um die Wette heulen. Danke. Gut. Jetzt habe ich einiges freigespielt. Und Level 1 geschafft. Wow, das ging ja schnell. Okay, der wird jetzt gesucht. Standorte. Jetzt kann ich was auswählen, weiß aber noch nicht, was ich... Okay, es gibt auch eine Trophäe, da muss man mit allen Wegen gefahren sein. Und auf allen Strecken.
Aber was ich genau jetzt da ausgewählt habe, wusste ich jetzt nicht. Minijobs, okay. Ja, machen wir den doch einfach mal. Ben, wo heulen die Motoren um die Wette? Oh, seh mir. Mensch, das kommt davon, wenn man jahrelang einen unmotorisierten Kinderwagen schiebt. Wir fahren zur Rennstrecke. Eieiei. Wenn ich jetzt hier wieder stehen bleib, dann, da bin ich hergekommen. Okay, wo muss ich hin? Jetzt muss ich erstmal hier rauskommen, oder? Ja, Scheiße. Da, wo der rote Pfeil ist. Schade, ich hätte gedacht, ich könnte eine Abkürzung nehmen auf die Autobahn. Eieiei. Ich weiß, es ist die falsche Seite, aber... Explosion! Wow! Okay. Hab schon recht. Mist, ich bin zu weit. Okay, ein Blick auf die Karte. Sonst wird es nichts mehr. Was ist das? Das große bin ich. Vielleicht muss ich diese... Oh, ich muss dahin, wo die Pfeile sind. Okay, dann fahre ich jetzt einfach mal hier so entlang und hoffe, dass der da so weiterfährt. Wobei ich das Problem haben werde, dass der auf der anderen Seite dann auftaucht, gell? Aber wie komme ich jetzt auf die andere Spur? Oh. Reparaturpunkte. Ja, weiß ich jetzt gerade nicht, wo die sind, aber... Halt, da ist eine Legende. Halt, das Blaue sind Polizisten. Ben, wo heulen die Motoren um die Wette? Ja, das wüsste ich auch gern, wo die heulen. Oh, seh mir. Mensch, das kommt davon, wenn man jahrelang einen unmotorisierten Kinderwagen schiebt. Wir fahren zur Rennstrecke. Ja, wo ist die Rennstrecke?
Okay. Den hätte ich ja doch von Weitem sehen sollen. Ich glaube, ich bin einen mega großen Umweg gefahren. Guten Tag, die Herren. Ihr könnt hier nicht stehen bleiben. Hier treffen gleich ein paar Motorhomes ein. Die brauchen Platz. Wir haben nur eine kurze Frage. Wir suchen einen Patrick Bohmann. Oh, den vermissen wir auch. War er schon länger nicht mehr hier? Gestern erst. Hat sich noch kurzfristig zum Clubrennen angemeldet. Sollte längst hier sein. Start ist in wenigen Minuten. Dann warten wir noch ein paar Minuten. Vielleicht taucht er ja auf. Da habe ich eine bessere Idee. Ihr habt den passenden Wagen, um das Rennen mitzufahren. Zeigt mal, was ihr drauf habt. Ja, okay. Bevor wir uns die Reifen platt warten. Lol. Ja, warum nicht? Ich muss aber sagen, bis jetzt ist das Spiel spannender als das Undercover, weil da waren die Strecken echt ewigst lang und man musste ewigst weit fahren, bis endlich mal was passiert ist. Außerdem sind die Landschaften hier detaillierter und irgendwie ist hier mehr los. Okay, driften ist echt schlecht. Geh weg, geh weg, geh weg. Ich sollte einfach mal der Ideallinie glauben, wenn sie schon da ist, gell? Nein. Weil ich sie immer besser weiß. Yay! Das war jetzt die Trophäe dafür, dass ich keine Wände berührt habe. Mist, hätte ich dran gedacht, weil dann hätte ich ja eventuell auch die Trophäe für das ganze Tier, also die gar nicht nur für eine Runde, sondern auch für
ein Rennen bekommen. Wenn ich jetzt hier zurückgehe. Ah, okay. Ja, dann muss ich hier wohl weitermachen. Das habe ich gerade gemacht. Aber wenn ich das jetzt nochmal mache. Das ist dann dieselbe Mission, oder? Weil ja kein Haken und nichts dahinter war. Warum ist ein Ausrufezeichen links rechts oben? Okay. So ganz kapiere ich das jetzt noch nicht. Ich mache das jetzt einfach nochmal. Mal schauen, was denn rauskommt. Ach, die haben jetzt praktisch den Tipp gegeben, dass ich in einem anderen Gebiet dann Antworten kriegen werde. Ja, das ist toll, dass da rechts oben dieses Dreieck ist. Den wollte ich jetzt reinfahren. Okay. Dann probieren wir eben das zweite. Mist. Das heißt, hier kriege ich auch keine Antworten. Kaputt.
Aber wenn ich da volle Pulle reinrausch. In die Wohnwägen und wenn die explodieren. Okay, das war jetzt sehr unspektakulär. Nee, nee, nee. Xenia, Ben, vor wenigen Minuten hat hier ein Unbekannter angerufen und nach euch gefragt. Er möchte sich kurzfristig mit euch treffen. Meinte, er hätte ein paar wichtige Hinweise für euch. Was denn für Hinweise? Das wollte er nicht sagen, will nur mit euch reden. Schien ihm aber sehr wichtig zu sein. Okay, dann treffen wir uns mit ihm. Wann und wo? Ihr sollt um 12 im Parkhaus am Bahnhof sein, Deck 3. Mann, das ist in 5 Minuten. Na, dann beeilt euch! Gut, wo muss ich hin? Ach, schön, das ist ein Auto. Oh. Auf gut Glück durch den Kreisverkehr. Oder auch nicht. Deutschen Straßen dürfen eigentlich im Kreisverkehr keine Gegenstände sein. Der muss überschaubar sein. Das haben sie jetzt erst im Ding gebracht, im Fernsehen. Aber da hält sich doch kein Schwein dran. Nur Anzug. Eine Stadtrundfahrt, bitte. Fahrt los. Hey, wir sind keine Reiseveranstalter. Hm, ist mir auch kein Vergnügen. Aha, der Herr Zucker. Der Herr Zucker, der eine ambulante OP hatte, während jemand in seinem Wagen über die Autobahn gerast ist? Der Herr, der unsere Chefin verfolgt, weil er sie so attraktiv findet? Was ist? Wolltest du uns jetzt treffen, weil du nach ihrer Telefonnummer fragen willst? Mein richtiger Name ist Frank Frey. Ich bin Kriminalhauptkommissar beim BKA. Ein Kollege? Das wird ja immer besser. Berlin. Abteilung organisierte Kriminalität. Derzeit im Undercover-Einsatz. Der tödlich Verunglückte auf der Autobahn war mein Partner. Aha, deshalb haben wir auch keine Hinweise auf Angehörige gefunden. Korrekt. Ich weiß auch nicht, wie seine Tarnung aufgeflogen ist. Wenn er nicht durch den Unfall verunglückt wäre, dann hätte ihm sicher eine Kugel das Leben gekostet. Das erklärt dann zumindest schon mal die Einschusslöcher im Wrack seines Wagens. Also war der Irre in deinem Wagen hinter deinem Partner her, um ihn aus dem Weg zu schaffen? Der Irre ist ein Mitglied des Syndikats, in das wir uns schon vor einigen Wochen eingeschleust haben. Syndikat? 24-Stunden-Programm auf allen Kanälen. In nur wenigen Monaten hat sich hier eine mächtige Untergrundorganisation gebildet. Unzählige Mitglieder aller Nationalitäten. Araber, Chinesen, Italiener, Russen.
und fast jede Art von Kriminalität. Autodiebstahl, Drogenhandel, Waffenhandel, Schutzgelderpressung, Bestechung, Raubüberfälle. Hier in unserer Stadt? Aha. In jedem Hinterhof, in jeder Garage, in jedem Lager, an jeder Ecke dieser Stadt. Bist du noch im Geschäft? Ja, ich bin noch im Geschäft. Ich weiß aber nicht, wie mein Partner aufgeflogen ist. Ob's mich auch erwischt. Wir wussten voneinander, haben aber getrennt agiert. Auch bei internen Kontakten zur Abteilung. Vielleicht gibt's eine undichte Stelle. Ich kann niemandem mehr trauen. Und wieso traust du uns? Tja, ziemlich unwahrscheinlich, dass ausgerechnet die Autobahnpolizei bei organisierter Kriminalität mitspielt. Falls doch, begehe ich gerade Selbstmord. Da hast du Glück. Aber was bringt es dir denn, uns das Ganze auf den Tisch zu packen? Ich liefere euch alle Informationen, die ich kriegen kann. Falls es mich wie meinen Partner erwischt, habt ihr alles, was nötig ist, und wir haben unser Leben nicht umsonst gelassen. Ja, fein. Du bist auf Achse, tummelst dich in Bars und Restaurants rum und so. Und wir schreiben das Protokoll für dich? Vorerst. Bis ihr wisst, wie es läuft. Dann können wir gemeinsam gegen das Syndikat vorgehen. Diesen Einsatz brauche ich keinen Tag länger als nötig und will irgendwann auch mal wieder nach Hause. Also, seid ihr dabei? Haben wir wirklich eine Wahl? Tja, kommt drauf an. Habt ihr einen Beruf oder eine Berufung? Auf jeden Fall ein schlechtes Gewissen, wenn wir dich damit allein lassen. Okay. Hier habt ihr eine Liste mit ein paar Namen. Alles Mitglieder des Syndikats. Nicht die großen Nummern, aber sind sehr umtriebig. Zieht sie irgendwie aus dem Verkehr und dreht in dieser Stadt jeden Stein um. Das Syndikat ist vorsichtig. Da, wo die Polizei schon mal geschnüffelt hat, gehen die bösen Jungs nicht mehr hin. Das klingt so, als hätten wir jetzt gut zu tun. Lasst mich bei nächster Gelegenheit raus. Ich melde mich wieder bei euch. Jo, pass auf dich auf. Ja, ich bin doch noch gar nicht alles abgefahren. Nein. Okay. Punkt Standort. Okay, die muss ich alle finden. Okay. Also ich kann mir das bloß anschauen, ich kann da nichts wählen, okay? Dann fahren wir halt mal weiter. Streife. An einem Standort, also muss ich da zu dieser Lupe? Und das ist natürlich wieder am anderen Ende der Stadt. Ja, klar.
Frank meinte doch, wir sollten immer nach Treffpunkten des Syndikats Ausschau halten. Wollen wir... Ja. Jetzt ist es weg. Warum ist es jetzt weg? Oh Mann. Klingt vernünftig, wir müssten ohnehin mal tanken. Okay, was ist jetzt das? Also doch dahin, das war doch gerade weg, oder? Das gibt's doch nicht. Der ist aber recht zügig unterwegs, der Gute. Ranhängen? Also Moment. Was war das jetzt? Muss ich da jetzt jemanden verfolgen? Da war doch jetzt gerade der rote Pfeil, oder? Ich habe so das Gefühl, den Typen sollten wir uns angeln. Ei, ei, Captain. Beschattungsmodus aktivieren. Beschattungsmodus. Kommen denn die alle her? Sollten wir beobachten. Der wird sicher nicht spazieren. Ach, geh weg. Na, der ist fällig. Ich hatte schon Angst, dass unsere Handschellen anfangen zu rosten. Okay. Das ist eine verdächtig finstere Ecke hier. Hier wird keiner mehr ein illegales Ding durchziehen. Ja, und du? Okay, ich muss fast zufahren. Die bauen auch die kompliziertesten Straßen. Yeah.
diesmal sogar auf der richtigen Spur. Lust auf einen Kaffee? Auf jeden Fall. Noch ein Grund mehr, dass wir zum großen Rasthaus fahren. Das war sehr, sehr klug von dir. So, ich nehme jetzt den Einsatz an. Erst umsehen, dann tanken, dann Kaffee trinken. Umsehen, einmal durch die Waschanlage, tanken und dann Kaffee. Okay. Und wo muss ich jetzt hin? Ich komme überhaupt nicht klar mit dem Spiel. Es regt mich schon wieder auf. Jetzt oben ist eine Info, schön. Und wie kann ich die Info anzeigen? Ah. Treffen die sich an den Zapfsäulen? Im Aufnahmefeld der Videoüberwachung wohl kaum. Das sind noch Preise. Der Parkplatz hier wäre doch ein guter Treffpunkt der Gauner, oder? Nee, hier stehen meist die Trucker und die sind wachsam. Also mit der Steuerung komme ich an, ganz klar. Headset. Das war, glaube ich, nicht das Versteck. Ein kleines Symbol deutet darauf hin, hier nachzuschauen. Ist nicht viel los hier. Das wäre doch ein tolles Versteck hier. Aber mein Instinkt sagt mir, dass wir ganz dicht dran sind. Ach, dein Instinkt kann sprechen. Ach Gott, da hätten wir auch gleich drauf kommen können. Ja, nee, komm, das ist ja wohl echt zu naheliegend, dass die bösen Jungs in eine Waschanlage fahren, um sich ungestört zu unterhalten. Hinterlassen wir einen Hinweis, damit sich der Dreck hier nicht mehr sammelt. Gut, das habe ich wohl gut gemacht. Also anscheinend mache ich doch mehr richtig, als ich denke.